Wie stehst du dazu, wenn man jemanden kennenlernt, wenn du jetzt eine Frau kennenlernst, wann wäre so der Zeitpunkt, ihr zu sagen, ich habe ein Stoma, ich habe die und die Erkrankung? Okay, da gibt es natürlich nie einen richtigen Zeitpunkt, aber ich sehe das eigentlich so, dass jeder Mensch Geheimnisse hat. Und wann verrate ich irgendein Geheimnis? Eigentlich glaube ich, das Hindernis eher gewesen ist, weil ich erinnere mich noch das erste Mal, da hat es leider nicht funktioniert, aber ich glaube einfach nur, weil die Person mitbekommen hat, ich bin nicht ich selber. Ich habe die ganze Zeit im Hinterkopf, ich muss irgendwas verraten und das ist, glaube ich, das größte Problem gewesen. Nicht, weil ich das Sturm habe, sondern weil ich psychisch einfach nicht bereit Du gewesen bin warst nicht dafür. bereit Genau, dazu, also oder? einfach psychisch zu verraten, was jetzt, nenne ich es mal, ein Problem ist in dem Moment. Einfach, weil ich da was habe, was nicht jeder kennt. Und zum Glück habe ich danach jemanden gehabt, der mir wirklich die Chance gegeben hat, mich dann irgendwann zu öffnen und wirklich sehr, sehr viel Zeit gegeben hat. Die Person, mit der bin ich leider nicht mehr zusammen, aber es lag nicht am Stoma, sondern an einem anderen Ding. Im Laufe der Zeit, das ist ja jetzt, ich sag mal, 2012, also ungefähr 2 Jahre nach der Stomaanlage, weil es mir danach nochmal schlecht ging, habe ich dann langsam wieder, oder bin ich dann langsam wieder in die Kennenlernphase gekommen und habe dann auch im Laufe der Zeit, egal, die Gesellschaft heute ist ja, sage ich mal, ein bisschen flexibler und egal in welchem Moment, habe ich nie eine Ablehnung erfahren. Also nie. Also egal, ob man das spontan theoretisch hätte sagen sollen oder wenn es um eine Beziehung geht, habe ich nie Ablehnung erfahren. Aber ich glaube, das liegt wirklich daran, weil man erkennt und sieht, dass ich das akzeptiert habe und dass es zu mir dazugehört. Und dann ist nochmal was anderes. Also dann sagt man, okay, ich habe übrigens noch was und zeigt das. Und danach beschäftigt man sich ja eh danach, weil die Geschichte gehört ja auch zu einem dazu. Also das ist ja eine Lebensgeschichte und die hat jeder. Und so sehe ich das. Und ich glaube, dass der Punkt dazu zu kommen ist nicht einfach, auf alle Fälle, weil das ist eigentlich nur ein Moment, man muss den Schalter umlegen und dann klappt es vielleicht oder nicht. Und ich habe ja im Laufe der Zeit auch schon andere gehört. Aber wenn man das akzeptiert hat, was vielleicht einfach nur ein Schalter umzulegen ist, dann ist alles möglich.